Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Omega Rubin. Im letzten Part waren wir in den Meteorfällen unterwegs und haben Professor Cosmo gerettet, mit der Hilfe von Brix. Und ja, dorthin möchte ich ganz gerne zurückgehen, denn wir wurden ja zurückgeportet, sodass ich die ganzen Trainer nicht mitnehmen konnte hinter den Meteorfällen. Ich meine, ich müsste nicht zurücklaufen, wenn wir in Bad Lavastadt fertig sind, unseren vierten Orden haben und auch in der Wüste waren, dann müssen wir eh zurück nach Blütenburg und dann würde ich hier sowieso wieder vorbeikommen. Rein theoretisch, ich könnte auch woanders lang laufen, aber meistens gehe ich hier lang. Aber ich möchte die Erfahrungspunkte ganz gerne für die Arena auf jeden Fall mitnehmen. Deswegen ja, auch wenn es vielleicht ein bisschen überflüssig ist, weil ich hier wie gesagt sowieso nochmal vorbeikomme, habe ich mir gedacht, wir holen uns auf jeden Fall die Erfahrungspunkte und genießen nochmal den schönen Ausblick. Das sieht halt echt ziemlich toll aus. Ich habe das Team umgestellt. Eigentlich wollte ich erst die Trainer hier machen in den Meteorfällen und dann das Team umstellen. Aber da wir sowieso schon in Laubwechselfeld waren, habe ich das nach dem letzten Part schon gemacht. Wir haben Evoli, Aquana und Blitzer wieder dabei. Flamara, Nachtara und Felinara sind geblieben. Und ich habe so ein kleines bisschen trainiert, weil ich glaube, Evoli und Co. waren noch so bei Level 19, 20. Dann habe ich die noch eben so halbwegs auf Teamniveau trainiert. Ich hatte irgendwann nicht mehr so viel Lust, weil die ganzen Pandie irgendwie keine Erfahrungspunkte gegeben haben. Zumindest nicht so viel, wie ich gern gehabt hätte. Ich meine, klar, ich habe natürlich mit OP-Teiler trainiert, aber es hat echt ein bisschen gedauert. Hätte ich gar nicht so gedacht. Deswegen hatte ich irgendwann nicht mehr so die Lust, aber ich denke, 23, 24 passt auf jeden Fall. Von den Attacken her, ich weiß gar nicht, hatte ich Evoli? Ich hatte Evoli gar nicht mit, wie ich Geheimpower bekommen habe, oder? Ich habe auf jeden Fall Evoli Geheimpower beigebracht. Als gute Normalattacke. Und Schaufler. Einfach, weil ich mir dachte, es kann nicht schaden. Ansonsten habe ich aber, glaube ich, nichts geändert. Aquana hatte sowieso gute Attacken. Für den jetzigen Stand. Blitzer auch. Flamara. Flamara hat ja auch jetzt Schaufler, aber ich meine, das habe ich im letzten oder vorletzten Part schon gemacht gehabt. Und ja, ich glaube, an Felinara und Nachtara hat sich auch nichts geändert. Nee, ich meine nicht. Falls doch, werdet ihr es schon früh genug merken. Ich habe zwar noch die Stärke, die ich jemandem beibringen möchte, aber da habe ich ja gesagt, vermutlich dann Fulipurba und Fulipurba ist aktuell ja auf der Box. Oh, hallo Sonnfell. Warum ich diese Pokémon jetzt mitgenommen habe, zum einen Evoli, Aquana und Blitzer hatten wir jetzt ja länger nicht dabei. Deswegen dachte ich mir, es kann nicht schaden. Oh, zurückgeschreckt, sehr schön. Und gerade Aquana natürlich für die nächste Arena und die Wüste sehr, sehr wertvoll. Flamara habe ich beibehalten wegen dem Feuerfänger. Ich glaube, das kann uns in der Arena auch ganz schön helfen. Itemsperre ja von mir aus. Nachtara, denke ich, kann auch nicht schaden. Hält ja doch einiges aus. Und gut, Felinara. Ich wollte halt von den neueren Pokémon, sprich Fulipurba, Glaciola und Felinara, gerne möglichst viele im Team behalten, weil wir die eben noch nicht so lange haben. Aber Fulipurba und Glaciola für eine Feuerarena, naja, dann dachte ich mir, behältst du wenigstens Felinara. Das ist eigentlich so der Gedanke dahinter. Ah, mehr ist hier nicht? Okay, dann gehen wir gleich raus. Was übrigens so ein bisschen die, ich sag mal, Screentime der einzelnen Pokémon angeht, habe ich eine Strichliste tatsächlich. Habe mir so einen Schmierzettel geschnappt, alle Namen draufgeschrieben und dann quasi immer Striche dahinter gemacht. Weil so eine Strichliste funktioniert. Ein Strich quasi für Blütenburg bis Faustohafen. Sprich Evoli, Aquana, Blitzer, Flamara, die wir da dabei hatten. Ein Strich von Faustohafen bis Malvenfroh. Was dann auch eben wieder Evoli, Aquana, Blitzer, Flamara und Psyana und Nachtara gewesen sind. Wie viel Schaden macht eigentlich? Hast du Schwebe? Hast du sowas? Ich habe keine Ahnung. Machen wir weiter bis. Und dann noch ein Strich von Malvenfroh bis Laubwechselfeld. Ja, das war so meine Strichliste. Und klar, jetzt habe ich ja schon gesagt, wahrscheinlich von Laubwechselfeld über Bad Lavastadt
und die Wüste, also dass wir vor Norman nochmal wechseln. Meine Strichliste ist ziemlich unausgeglichen aktuell. So wie Flamara hat zum Beispiel extrem viele Striche, weil Flamara durchgängig dabei war. Glaciola und Fulipurba eher weniger, weil sie nur kurz dabei waren. Aber ja, ich werde wahrscheinlich sowieso am Ende nicht eine gleichmäßige Liste haben, weil ich natürlich auch mal gucken muss, wen ich mitnehme, wer ist gerade praktisch, wer ist gerade eher unpraktisch. Komme ich hier durch? Ja. Aber ob hier irgendwas versteckt ist, man weiß es nicht. Ich bin zu faul, mein Itemradar rauszuholen. Trainer. Auf jeden Fall bemühe ich mich. Du hast wahrscheinlich Kampf-Pokémon, dass es recht ausgeglichen ist. Deswegen werde ich vermutlich auch gucken, dass ich beim nächsten Wechsel wieder Glaciola und Fulipurba zum Beispiel mitnehme. Oder eben auch Pokémon, wie gesagt, die bislang noch nicht so oft dabei waren. Aber es muss sich einfach immer so ein bisschen ergeben. So wie Flamara war jetzt einfach wieder mal praktisch. Beim letzten Mal wegen dem Zertrümmerer dabei und jetzt wegen dem Feuerfänger. Aber ich denke, wir kriegen auch so das ganz gut hin, dass wir so ein bisschen durchwechseln. Es ist halt ein bisschen schwierig, weil die ersten Evolis einfach, ja, mehr Auftritte hatten bislang, zwangsläufig. Und das dann erstmal wieder so ein bisschen auszugleichen, indem die anderen quasi öfters dabei sind. Es ist manchmal gar nicht so einfach. Aber wie gesagt, das kriege ich schon irgendwie hin. Ah, machen wir nochmal einen Donnerzahn. Das hat eigentlich ganz guten Schaden gemacht. Nur, dass ihr mal Bescheid wisst, wie ich das eigentlich handhabe. Genau so und nicht anders. Ich meine, an irgendwas muss ich mich orientieren. Das so aus dem Kopf heraus immer wieder durchzugehen? Nee, das ist mir zu anstrengend. Das Spiel ist ganz schön lang. Was auch richtig, richtig spannend wird, wen nehme ich für Norman mit? Auf jeden Fall Nachtara, weil Nachtara tankt vielleicht so ein bisschen was. Und ich meine, dass wir sogar vorher noch im feurigen Pfad eine sehr, sehr schöne TM finden, wenn ich mich nicht irre, die man ganz gut gegen Norman verwenden kann. Oh, noch ein Schwarzgurt. Ziegelsteine mit dem Kopf zertrümmern, wenn es weiter nichts ist. Aber ansonsten muss ich echt mal gucken. Genauso spannend wird die Pokémon-Liga. Ich meine, ich habe mit Sicherheit für jedes Feld irgendwelche Pokémon, die ich gut einsetzen kann. Davon gehe ich stark aus. Aber ob ich quasi genug Plätze habe, weil ich kann ja nun mal nur 6 Pokémon mitnehmen. Das wird auch nochmal ganz interessant. So, Nia, komm du mal raus. Du kannst, was auch immer da kommt, abfangen. Den Überwurf zum Beispiel. So. Ich überlege gerade, ist es jetzt schlauer, nach Laubwechselfeld zurückzugehen und von dort aus dann zum Schlotberg, wo wir hinwollen? Oder ist es schlauer, jetzt hier weiterzugehen nach Metarost, dann durch den Metaflottunnel durch und von Malvenfroh aus dann weiter nach oben? Ich glaube, das bleibt sich ziemlich gleich tatsächlich vom Weg her. Ich meine, es ist wahrscheinlich echt so vorgesehen, dass du dann mit Brix zusammen zurück nach Malvenfroh gehst, von dort aus zum Schlotberg und auf dem Weg zurück nach Blütenburg dann durch den, durch die Meteorfälle. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Aber naja, ich hatte das schon immer so gemacht und früher wurde so halt nicht geportet. Von daher gesehen, mache ich das auch jetzt noch gerne so. Kuhaku, komm du mal rein. Der Voltwechsel ist schon ganz praktisch. Vor allen Dingen ist Blitzer halt schneller als die meisten Pokémon. Und da ist es schon ganz angenehm. Voltwechsel und weg und Blitzer bekommt keinen Schaden. Ich bin echt mal gespannt. Am Schlotberg wartet ja auch noch ein halbwegs schwerer Kampf auf uns. Aber ich denke, das sollten wir ganz gut hinbekommen. Und Flavia ist so eine Sache. Ich finde generell Feuer-Pokémon-Arenen nie so bedrohlich. Aber Flavia, ich weiß nicht, da tue ich mich immer schwer. Das Kuddel ist echt so ein Krampf. Oftmals. Aber gut. Ich lasse es auf mich zukommen. Die Meinungen sind sowieso super gespalten. Aktuell. Oder bislang. Es gibt einige Leute, die meinen, dass der Evolution Run vermutlich leichter wird als das normale Durchspielen, weil die Evolis natürlich schon entwickelt sind
und dementsprechend gerade am Anfang natürlich einen großen Vorteil haben gegen die ganzen noch nicht entwickelten Pokémon. Das stimmt, also ich finde gerade so Felicia hat ziemlich deutlich gezeigt, dass weiterentwickelte Pokémon da ganz schön reinhauen können. Ich erinnere an Kohakus Auftritt. Springe ich jetzt hier runter? Ach komm, wir gehen hier rum. Ist auch okay. Ich denke aber, gegen Ende wird es vielleicht ein bisschen leichter, weil du eben keine Mega-Entwicklung hast, die zwar nicht zwingend notwendig sind, aber du hast sie natürlich einfach nicht. Und ich denke, dass das Spiel schon so ein bisschen vorsieht, dass du welche hast. Du bekommst so viele Megascheine nachgeworfen, gerade für den Starter später. Den kannst du ja nicht übersehen. Und ich denke auch, gerade so mit Evoli könnte es später schon ein bisschen anstrengend werden. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, bekomme ich von Mr. Trum eigentlich noch irgendwas dafür, dass ich seine Besorgungen erledigt habe? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Im Original ja. Aber ob ich hier jetzt noch was bekomme, weiß ich gar nicht. Finden wir es einfach zusammen heraus. Oh, einmal hier hoch. Dann sind wir doch, glaube ich, schon oben, ne? Ja. Hallo. Ach so, der kuriose Stein. Stimmt, ich erinnere mich. Den kuriosen Stein, den wir in Wiesenfloh bekommen haben von dem Knilzmädchen, wird ja hier in einen Taubos Nieten umgewandelt. Aber ansonsten... Naja, ansonsten kriegen wir hier nichts. Stimmt, stimmt, ich erinnere mich. Das habe ich ja damals in meinem Alpha Saphir Let's Play auch gemacht, weil ich da ja auch alle Megasteine gesammelt habe. Stimmt. Finde ich aber auch ganz schön, dass manche Megasteine wirklich einfach rumliegen, sag ich mal. Dass man die einfach findet, wenn man die Augen offen hält. Manche sind ein bisschen offensichtlicher versteckt. Manche muss man wirklich suchen. Habe ich noch Schutz eigentlich? Ja, perfekt. Und ich finde es aber auch schön, dass man manche Megasteine wirklich sehr suchen muss, beziehungsweise sich wirklich Gedanken machen muss, hallo Ineko, was man damit machen muss. Wie hier zum Beispiel. Hi. Ja. Aha. Eine neue Art Pokéball. Ah, okay. Wir bekommen doch noch was für unseren Bodengang. Gut zu wissen. Wäre jetzt nicht nötig gewesen, aber in Ordnung. Wie gesagt, ich finde es ganz schön, dass man sich manchmal so ein paar Gedanken machen muss, wie man jetzt an die Megascheine kommt. Wie zum Beispiel in diesem Fall mit dem Taubos Nieten, das finde ich gar nicht so offensichtlich. Also ist schon ganz schön. Hallo Wiesenflur. Ich wollte eigentlich gerade aufs Fahrrad steigen, aber deine Musik war einfach zu schön. Jetzt kann ich aufs Fahrrad steigen. Nein, ist okay. Ich glaube, in Malvenfroh werden mich keine wilden Pokémon anfallen. So. Ich könnte den Rückweg natürlich rausschneiden, das stimmt. Ich war gerade so am Quasseln. Da wollte ich mich nicht selbst unterbrechen. Es klingt irgendwie voll dumm, ich wollte mich nicht selbst unterbrechen. Aber nein, wollte ich tatsächlich nicht. Ich habe Totoro noch dabei, ne? Ja. Kaputt! Es wäre irgendwie ärgerlich gewesen, wenn nicht. So, und da wären wir auch schon wieder. Zumindest so fast. So. Jetzt können wir nämlich auch Seilbahn fahren. Da freue ich mich drauf. Aber erst hole ich mir noch das Item. Ich fand die Seilbahn im Original schon richtig episch, weil das war einfach was, was man gar nicht so kannte. Zugfahren, okay. Mit dem Schnellzug kann Toyota und umgekehrt. Aber Seilbahn war sowas komplett Neues und ich bin halt auch noch nie in meinem Leben Seilbahn gefahren. Ich würde unglaublich gerne. Aber ja, ich konnte noch nicht. Achso, hier wird nur ausgestiegen. Deswegen, ich weiß, es ist schon so ein schönes Gefühl, mit einer Seilbahn zu fahren, wenn es auch nur in diesem Spiel hier ist. Aber irgendwann fahre ich wirklich mit einer Seilbahn, hoffentlich. Man guckt jetzt zwar nicht mehr so süß aus dem Fenster wie im Original, aber man sieht zumindest so den Schlotberg in voller Pracht. Und den feurigen Pfad. Zumindest den Eingang. So, da wären wir auch schon. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Gut. Huch, ich wollte mich nicht aufs Fahrrad setzen eigentlich. Ich mag die Musik hier oben.
Ich überlege halt, ob ich den EP-Teiler einschalten möchte. Aber eigentlich möchte ich nur Evoli, Aquana und Blitzer trainieren. Ich finde, 25 ist für die Arena von Flavia eigentlich voll okay. Die hat ja, glaube ich, 29 oder so. Deswegen lasse ich es erstmal noch. Hallo! Wenn sie die Landmassen vergrößern, schrumpft der Lebensraum der Wasser-Pokémon. Das stimmt wohl. Ja, taucht sie ins Feuer! Kann ich hier? Nein, ich werde angefaucht. Okay. Steilpass Richtung Bad Lavastadt. Da wollen wir hin. Aber ich glaube, vorher müssen wir hier erstmal so ein bisschen aufräumen. Ah, sieht schon nicht schlecht aus. Meteoriten stecken voller Energie. Die mag aber die Landmassen vergrößern. Wie krank sind die eigentlich? Naja, ihr wollt die Wassermassen vergrößern. Ist jetzt auch nicht so viel besser. Also ich muss sagen, der Schlotberg hat auch extrem vom Remake profitiert. Du hast diesen epischen Ascheregen. Du kannst hier so richtig die Abstufungen sehen. In diesem Krater ist es nicht einfach nur so ein Loch. Und der Inhalt des Loches sieht auch ziemlich phänomenal aus. Die Magna sind uns zahlenmäßig überlegen. So kommen wir nicht gegen sie an. Dieses lästige Team Aqua. Immer müssen sie uns in die Quere kommen. Komme ich hier durch? Nein. Weil bislang ist es ziemlich ausgeglichen zwischen Aqua und Magma. Ich glaube, hier wird es erst so ein bisschen schwieriger. Verflixt. Mensch, geht mir das auf den. Mensch, geht mir das alles auf den Zeiger. Los, ihr Blindgänger. Vor allen Dingen, warum setzen sie alle nur ihre Pfiffchen ein? Also, könnten nicht irgendwie. Na, egal. Ihr Elenden, aus dem Weg oder ersetzt was. Also, ich glaube, Adrian kommt schon ganz gut mit denen hier klar. Los, lasst uns mit Team Aqua kurz einen Prozess machen. Los, lasst uns mit Team Aqua kurz einen Prozess machen. Und dann erweitern wir die Landmassen. Nein. Geh uns aus dem Weg, okay? Wir wollen die Landmassen vergrößern. Zum Wohle aller. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Nun befinden sich sowohl die Energie des Schlotberges als auch die Kraft des Meteoriten in unserem Besitz. Im Besitz von Team Magma. Sie ist ja auch überhaupt nicht auffällig. Ich meine, hey, die eine von Team Magma im Blütenburgwald mit den auffällig roten Augen und gerade in dieser kleinen Szene mit Adrian konnte man auch sehen, dass es die gleiche ist. Beziehungsweise, dass da die gleiche Augenfarbe vorhanden ist. Also du bist verdächtig. Aber mehr sagen wir dazu nicht. So, auf ins Gefecht. Wir von Team Magma geben unser Bestes für das Wohl aller. Das sagen sie doch alle. Zum Wohle aller. Wir machen ja gar nichts Böses oder Kriminelles. Wir helfen euch ja nur allen. Also, ich meine, gut, Team Rocket hat das nie gesagt. Team Rocket hat offen und ehrlich zugegeben, dass sie Drecksäcke sind. Aber Team Aqua und Magma, ja, zum Wohle aller. Der Kampfhintergrund ist übrigens unglaublich episch. Wollte ich mal so angemerkt haben. Ansonsten, Team Galaktik sowieso zum Wohle aller. Team Plasma zum Wohle aller. Team Flare irgendwo auch zum Wohle aller. Ja. Lasst euch doch bitte mal was Neues einfallen. Das ist so langsam nicht mehr glaubwürdig. Aber die Geheimpower tut schon ordentlich weh. Das freut mich. Weil es ist voll die Feuerattacke hier oben. Und es kann sogar verbrennen, wie episch. Ich meine, gut, Evoli und Flamara sind sich jetzt nicht unähnlich. Von daher gesehen passt das schon so ein kleines bisschen. Evoli wollte eben auch mal Flamara spielen. Also ich glaube echt, mit Evoli könnte es später ein bisschen schwierig werden. Alleine, wenn man sich mal die Werte anguckt. Kann ich euch gleich mal zeigen, was ich meine. Aber das kriegen wir schon hin. So ein Evolit wäre halt sehr praktisch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so fürs normale Durchspielen will ich nicht bei jedem Level up. Nein, entwickel dich nicht. Nein, entwickel dich nicht. Deswegen doch lieber den Ewigstein. So, guckt euch mal die Werte von Nia zum Beispiel an. Vor allem die Spezialverteidigung. Oder die Werte von Cheetah. Auch da, vor allen Dingen so die defensiven Werte. Totoro. Oder Hauro. Also die haben alle so einen Wert, der extrem spitze ist, aber auch der Rest ist gar nicht so schlecht. Kohaku und dann Pazu. Also alleine, wenn ich so gucke, 66, 58. Also ich meine, Pazus Werte, was jetzt zum Beispiel Angriff oder so betrifft, ist jetzt gar nicht so viel schlechter. Aber
Patsus Werte sind halt so auf dem Niveau der schwächsten Werte der anderen, sag ich mal. Weil wenn man so guckt, die haben alle irgendwas im 40er-Bereich, wo sie nicht ganz so gut drin sind. Und ja, Patsu hat halt alle Werte in diesem Bereich. Man merkt den Unterschied schon, auf jeden Fall. Aber gut, kommt da eigentlich noch irgendwer? Ich weiß es nicht, ob da noch einer kommt vom Mark. Ich schau mal vorsichtig um die Ecke. Ja, da kommt noch Typi, dessen Namen ich vergessen habe. Okay. Dann können wir dich auch noch mal eben platt machen. Hallöchen. Hoho. Du da, du bist mir doch schon mal den Meteorfällen in die Quere gekommen. Sag bloß, du willst uns schon wieder die Suppe versalzen. Weißt du irgendwie unglaublich, unendlich, unheimlich, unfassbar? Ja, ausgesprochen, außerordentlich, unverhältnismäßig und in extremstem Maße. Nervig du bist! Ich werde dich zerquetschen. Du durchkreuzt unsere Pläne kein zweites Mal. Sein Gesicht ist irgendwie gruselig. Und er konnte verdammt viele Synonyme aufzählen. Kalle, genau. Ich erinnere mich. Du bist mir nicht in bleibender Erinnerung geblieben. Na gut. Dann machen wir dich auch noch mal eben platt. Sehe ich nicht das Problem drin. Mark könnte ein bisschen schwieriger werden. Aber ich meine, Mark startet mit Magnaien. Der freut sich mit Sicherheit über meinen Diebeskuss. Dann dürfte noch irgendwas Fliegendes kommen. Zubat, Golbat. Da freut sich Hauru vermutlich. Und ja gut, sein, ich sag mal, Signature-Pokémon irgendwo, sein Kamerupt, das sollte für Kohaku nicht so das Problem sein. Also eigentlich habe ich auch da nichts zu befürchten, höchstens beim Level. Jau, jag dich in die Luft. Ist okay. Das war ein blöder Abgang. Hättest du jetzt wenigstens noch warten können, bis ich dich platt gemacht habe. Aber nein. Ich meine, so gesehen war es schlau. Er war fast besiegt und um noch möglichst viel Schaden zu machen, sprengt er sich in die Luft. Ich finde sowas nicht so lustig, aber gut. Aber dafür, dass du ein Vorstand bist und so ein Trara gemacht hast vorher, kannst du irgendwie gar nichts. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Wenigstens weiterentwickelte Pokémon hättest du haben können, aber nein. Dafür hat es dann doch nicht gereicht. Und Level 25, sehr schön. Wasserring. Das könnte ziemlich praktisch sein für längere Kämpfe. Ich glaube, ich verzichte mal auf die Aquaknarre. Wir haben ja die Aquawelle. Ruckzucki könnte uns eventuell nochmal helfen in manchen Situationen. Aber Wasserring? Ich meine, der Wunschtraum wäre auch unglaublich praktisch gewesen, aber den wollte ich ja sowieso loswerden, weil er eigentlich nicht da sein sollte. Aber ich glaube, Wasserring ist eine gute Alternative auf jeden Fall. Ich muss zugeben, dass du und dein Team wirklich sehr stark seid. Aber all deine Mühungen sind zwecklos. Der Boss ist bereits im Besitz des Meteoriten, den wir von Professor Dingsbums erhalten haben. Wo unser Boss steckt, willst du wissen? Der ist gleich dort hinten. Wenn du unbedingt in der Abreibung willst, werde ich dich nicht davon abhalten. Hoho? Hohoho! Oder so. Ich gehe erstmal hier lang. Was haben wir denn hier unten Schönes? Einäschern. Ja gut. Aber ich habe eigentlich meinen Feuerzahn. Da brauche ich nicht zwingend noch einäschern. So, so und so. Gut, dann können wir uns im nächsten Part Mark vorknöpfen. Und dann den Stallpass runter, würde ich sagen. Ja, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Omega Rubin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.